Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Vereinsnews, zu einer leichten Sonderausgabe, diesmal als Videoformat. Audio gibt es auch noch, aber das Videoformat ist zusätzlich. Denn ich bin gerade hier mit ein paar Leuten aus Berlin, von unserem Verein. Und wir sind hier gerade auf der Gründerversammlung des Bronies Hamburg-Holstein e.V. Und neben mir steht die Vorstandsvorsitzende des Bronies Hamburg-Holstein e.V. Sag hallo! Okay. Ja, wir sind gerade durch mit den ganzen Formalitäten. Jetzt wird hier gerade noch gefeiert. Und Anna, was möchtest du der Welt sagen? Kamerascheu. Okay. Ja. Keine Sorge, auf dem nächsten Treffen machen wir noch einen Medienauftrag. Ein Medienauftrag. Das gehört. Warst du darauf vorbereitet? Hattest du dich freiwillig entschlossen? Oder hattest du dich im Vorhinein darauf vorbereitet? Hast du gesagt, ich möchte bei uns die Vorsitzende machen? Nee. Nee. Also es war mehr so ein spontanes Ding. Ja, also ganz zuerst, wo die Idee zutage kam, einen Verein zu gründen, da habe ich mir natürlich gedacht, was wäre wenn, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das dann wirklich werden würde. Okay. Aber naja, also es wurde ja so ziemlich fast einstimmig gegen, also für dich gewählt. Wer hat nochmal nicht für dich gewählt? Mein Freund. und mein bester Freund. Weil. Ja, die Affen da hinten. Weil die unter anderem auch meinen, dass ich mir zu viel aufheizen könnte. Weil ich ja auch schon mit eurer Verwunderung bin. Und weil mein Freund halt weiß, dass ich eigentlich nicht schlafen und alles. Und er denkt, ich übernehme. Ich sag mal so, man kommt rein. Ich bin halt auch Organisator von der Brony Fair und von der Love Muffin und Chef des Eventorganisationsteams Bronies Berlin e.V. Und da hat man, und zufälligerweise Vereinsmitglied Deutschlands, und mit Bruce Parker verheiratet. Mann, der Typ will aber was, ne? Das mach ich nochmal nach. danke. Hast du schon Ideen, was ihr mit eurem Verein vorhabt? Naja, zuerst mal das Gründerfest. Ja. Kennt ja eigentlich jeder, wird größer. Wie viele Leute dieses Jahr? 1000 ungefähr. 1000. Also, ich muss auch mal sagen, der Tag endet auch gut. Ja. Ihr habt noch kein Vereinsmaskottchen und kein Vereinslogo. Nee, das wird dann auf dem nächsten Treffen bekommen. Habt ihr da irgendwelche Leute, die da eventuell in Frage kommen würden, die das da sich hinsetzen würden? Alpha-Wolf. Also Alpha-Wolf wird das dann wahrscheinlich. Nein. Es muss immer Alpha-Wolf machen. Ja, also seine Milchshake-Pony. Ja, Alpha-Wolf, du schuldest mir auch noch einen Milchshake-Pony. Und ein anderes Bild, auch mit Pancake. Der Alpha-Wolf macht es erstaunlicherweise viel. Alpha-Wolf auch nochmal Werbung machen. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bronies OWL e.V. im Forum bekannt als Alpha-Wolf. Mit dem Fondtitel Milchshake-Pony. Okay, das war weird. Ja. Und er hat jetzt halt auch für seinen Verein hat er das Pony gemacht. Er hat für die Thüringer hat er öfters mal Horst gezeichnet. Er hatte auch einen Vorschlag abgegeben für den Bronies, das ist das Maskottchen von Bronies Thüringen e.V. Und er hatte auch einen Designvorschlag gegeben für Bavaria Bretzen, das Vereinsmaskottchen des Bronies Bayern e.V. Allerdings hat er doch das Maskottchen von Queenie gewonnen. Anna. Noch irgendwelchen abschließenden Worte zur der ganzen Scheiße, die hier heute passiert ist? Nee. Okay. Das war Eric Professionalism Wolfsmanns 2. Hast du schon gestoppt oder läuft noch? Noch nicht. Nein, okay. Ja. Denn, meine Damen und Herren, Anna, auch bei bronies.de als Anna zu finden. Mhm. Und neue Vorstandsvorsitzende des Bronies Hamburg-Holstein. Zu denen kommen wir gleich. Was? Ach, Andrew ist auch noch dafür. Ach, Scheiße. Wenn du musst. Ja, Entschuldigung. Ganz politisch motiviert, weißt du? Alles klar. Okay, jetzt cut, aus! Cut! Die beste Nacht. Läuft! Ich mach Outtakes mit rein, du müsst mal das. Werbung! Werbung! Okay. Läuft? Also, okay. Ganze Zeit. Läuft? Ja. Okay.
Warum machst du sogar, dass ich abhaue? Komm, gecuttet. Okay. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Vereinsnews. Folge 3, diesmal in Farbe und Bunt. Ich hab nicht was, ich weiß nicht, was passiert ist. Was, das heißt, das hat gesagt, dass automatisch stoppt, so wie es, aber das läuft.